Auf der einen Seite feiern wir Erfolge, auf der anderen Seite rutschen wir in eine Katastrophe. Die Erfolge, die erringen wir auf militärischer Ebene und in der Zivilwirtschaft. Da schlittern wir in die Katastrophe, in eine Finanzkatastrophe rein. Aber ach, wir wollen uns vorher doch mal erstmal ein wenig Lametta verdienen und Orden an die Brust hängen lassen und militärische Erfolge feiern. Wir beide, ich Writing Bull, zusammen mit Christian Weigel, hier bei Civilization Beyond Earth. Hallo. Hallo und Huhu. Sag ich ja immer wieder gerne. Ja, wenn unsere Soldaten nicht so tapfer wären und so gut ausgerüstet als Marines mittlerweile, also wenn sie noch in Stufe 1 ihrer Truppeninkarnation wären, dann hätten wir diese Erfolge hier nicht feiern können. Aber die Marines haben sich gegen die Wolfskäfer und gegen die Drohnen sehr tapfer geschlagen und jetzt sogar das Nest freigelegt, das wir mit einem kühnen Handstreich erobern könnten. Und was wem verdanken wir das alles? Wem müssen wir huldigen? Dem Wert der Reinheit. Reinheit, Reinheit. Ohne Reinheit, diese Affinität hier und den einen Alienpunkt, den wir hier bekommen hätten, hätten wir nämlich unsere Soldaten nicht zu Marines aufwerten können. Genau. Da sieht man mal, wie wichtig eine gute Ideologie ist. Ich musste dich da auch leider ein bisschen bremsen. Ich glaube, wir hätten die Soldaten auch zu Marines aufrüsten dürfen, wenn wir einen Punkt in der Harmonie oder in Überlegenheit gesteckt hätten. Was für ein hässlicher Gedanke. Also das will ich, boah, das ist ja fast schon eine ideologische Fahnenflucht hier. Ich bin versucht, dich propagandistisch an die Wand zu stellen. Bitte melde mich nicht im Hauptquartier. Ich bin das Hauptquartier. Ich habe es befürchtet. Rein in das Alien-Nest, Alien-Nest genau. Ausräuchern und dann weitergucken. Dann erstmal freuen über die Masse an Energie, die wir dadurch erhalten. Genau, so machen wir es. So machen es grundsätzlich die Militärs überall. Erstmal rein, zuschlagen und dann weiterdenken. Mhm. 25 Energie sowie 30 Wissenschaft bekommen wir dadurch, dass wir dieses Alien-Nest zerstören können. Und da seht ihr mal, wie wichtig ein einziger Buchstabe oft ist. Ein Buchstabe kann den Unterschied ausmachen zwischen Friede, Freude, Eierkuchen und Gefahr und Vernichtung. In dem Fall ist es das I, das hier fehlt. Hätte es sich um ein beliebtes Alien-Nest gehandelt, dann hätten wir es nicht zerstört. Es war aber nur ein belebtes. 25 Credits und da sieht doch auch die wirtschaftliche Katastrophe gleich gar nicht mehr so katastrophal aus, oder? Eben, die findet jetzt erst in zwei Runden statt, wenn wir nichts ändern. Mhm, super. Ja. Wunderbar, hat sich das mal wieder gelohnt, Mord und Totschlag. Und schau mal, da ändert sich auch unsere Forschungsgeschwindigkeit wieder. Zuvor hat die Forschung für das Gendesign nämlich 48 Runden gedauert und jetzt sind wir wieder bei 18 Runden. Ja, die war ausgebremst worden durch unser wirtschaftliches Unvermögen. Allerdings diese Marine-Einheit oder dieser Trupp von uns, der wird, glaube ich, ein bisschen ausgebremst durch unser überragendes taktisches Geschick. Denn die Fortbewegungspunkte sind komplett weg und er steht im Miasma. Und aber wer konnte denn noch ahnen, dass das ein Hügel ist? Wer konnte das ahnen? Wir Generäle etwa? Die Kartenlage war nicht so gut. Nee. Das hätten die Soldaten uns doch melden können, die Marines. Die standen direkt davor. Die hätten doch sagen können, hey, Christian, hey, WB, liebe große Großkopfeten da an der Spitze unseres Militärs, schickt uns nicht in diese Hügelmiasma rein, rettet unser Leben. Haben die das gemacht? Nein. Falscher Schande, Heldenmut, ja. Da bin ich Ihnen aber auch sehr dankbar für. Fändest du das in Ordnung, wenn deine Untergebenen ständig mit konstruktiven Vorschlägen ankämen und sagten, nö, wie wär's denn damit? Und lass uns doch drüber diskutieren. Nix Quatsch, wir sind hier beim Militär, hier wird einfach der Befehl ausgeführt. Fände ich auch ein bisschen unverschämt von denen. Ich hätte denen dann, falls sie das gesagt hätten, glatt zur Strafe befohlen. Los, hopp, hopp, marschiert in dieses Hügelmiasma rein. Ja, und dann wäre das Resultat dasselbe gewesen. Ja. Ja. Was machen wir jetzt? Wir können gar nichts. Wir können nur dumm aus der Wäsche gucken. Also das, was wir am liebsten machen. Wir könnten ein bisschen vorsorgliche Angriffe machen, den ja schon mal aus dem Weg räumen. Das machen wir. Das ist eine super Idee. Wäre dann nämlich weg und unser Soldat stünde nicht mehr im Miasma. Aber schau mal, die Wolfskäfer, die sind jetzt orange. Waren die eben nicht noch gelb? Ja, die Ohrenkneifer sind jetzt vielleicht ein bisschen irritiert, aber da müssen wir durch. Erklärst du den Zuschauern kurz, was das bedeutet, wenn deren Standarten die Farbe wechseln? Das bedeutet, dass die Alien-Fauna auf dem ganzen Planeten gemerkt hat, huch, mit diesen Ankömmlingen aus dem All, mit diesen Menschen, die sind ja doch nicht so freundlich und friedlich, wie wir zuerst dachten. Die ganze gesamte Alien-Fauna, die kommuniziert jetzt miteinander und setzt mehr Menschen auf ihren Speiseplan. Tot? Und dann weitergucken. Mhm. Ist schon erstaunlich, dass diese eine Einheit Marines, die so angeschlagen war, trotzdem den Wolfskäfer fertig macht. Jetzt muss er nur noch nächste Runde überleben. Oh. Aber dafür sitzt. Ja, die Auswahl war, dafür sitzt sie nicht mehr im Miasma. Mhm.
Das wird jetzt knapp. Die große Frage ist, was... Nee, wir machen erstmal den Rest, dann gucken wir hier weiter. Produktion in dieser Stadt hier in Saira, da haben wir jetzt einen Handelskonvoi fertiggestellt. Das ist er. Minus 10 Credits, kurz zur Erinnerung. Mal gucken, was hier eine neue Handelsroute an Wunder bewirken könnte. Kann sie das, Christian? Ja, klar. Wir könnten zum Beispiel in die polystralische Hauptstadt Freeland fahren. Da ist auch... Immerhin ist der Weg frei, kein Miasma dazwischen. Und wir bekämen 7 Energie pro Runde und 5 Wissenschaft. Die Kehrseite ist natürlich, dass auch die Polystralier davon etwas haben. Man muss auch gönnen können. Oh, da bin ich ganz schlecht. Ja, so, was bleibt einem anders übrig als in dem Fall? Im Grunde genommen gönne ich ja auch nur uns die Wissenschaftspunkte und die Energiepunkte und zuzüglich noch dank dieses propagandistischen Spruches, man muss auch gönnen können, das Gefühl moralischer Überlegenheit, was in dem Fall nichts gekostet hat. Produktion wählen, Saira. Auch jetzt bin ich hier. Wir haben die Expedition beendet, haben dadurch einen weiteren Bürger bekommen in einer Stadt. Leider habe ich das etwas schnell weggeklickt, welche es war. Und die Hauptstadt war es. Und sind auch hier in der direkten Gefahr dieses Belagerungswurmes hier, ne? Der jetzt auch auf Orange gepolt ist. Ist aber für unseren Erkunder kein Problem, weil ja durch unseren einen Punkt in Reinheit sind alle unsere Erkunder sicher vor Aliens für alle Zeit und für immer und ewig. Wunderbar. Ganz schnell. Mein Vorschlag wäre, mit dem 2 Felder nach Westen auf den Hügel und dann in Ruhe Hügelparken und heilen. Ja, wir sind wieder bei unserem Lieblingssport, beim Hügelparken. Handelskonvoi in der Hauptstadt wohin? Wir sind im Augenblick bei minus 3 Credits oder minus 3 Energie. Und wenn wir jetzt hier nochmal eine Handelsroute dahin schicken würden, hätten wir plötzlich binnen einer Runde nur nicht nur ein kleines Polster an Energie auf dem Konto, sondern zusätzlich noch eine positive Bilanz. Halte ich für gut. Allerdings geht uns dann der Produktionsbonus in unserer frischen neuen Stadt Saira verloren. Mhm. Schwere Entscheidung. Nee, ich bin trotzdem erstmal für Energie. Also wir können natürlich hier hin, aber dann diese minus 3, die sind schon heftig. Die würden uns in 7 Runden... in 8 Runden zu einem Problem führen. Ja, oder wir schicken die Handelskarawane zu Fernbasis 1. Warum? Du erinnerst dich, wir hatten da sowieso eine Questaufgabe. Ach, gucken wir mal nach. Hier, bei Quest, das war hier das Wachstumspotenzial. Mhm. Die Frage ist nur, was ist die Questbelohnung? 20% genau. Auf alles außer Tiernahrung. Wie viel bekommst du dafür? Für diese eingeschmuggelte Werbung, für dieses billige Product Placement hier? Hand aufs Herz. Gar nichts. Ernsthaft, wir wissen es nicht, was wir dafür bekommen, aber ich finde, wir sollten es tun. Das heißt, wir verzichten sowohl darauf, diese Stadt hier Saira zu boosten und damit die ja viele tolle Gebäude bauen können, zum Beispiel einen Thoriumreaktor, der für weitere Energie sorgt, und wir verzichten außerdem auf die sicheren Energie- und Wissenschaftserträge. Alles für die vage Hoffnung, dass wir hier in Fernbasis 1 einen Rabatt bekommen auf Tiernahrung. Ja, finde ich schon. Ich glaube, Saira hat auch noch eine Karawane übrig, dann später gleich. Das ist die. Ist das der Bonus dann? Den man bekommt bei der Quest? Nee. Du machst das jetzt tatsächlich einfach aus Abenteuergeist heraus. Du willst dieses ganze Let's Play und diesen Spielstand hier in Sand setzen, einfach weil du neugierig bist und rauskriegen willst, was da passiert? Ja. Wenn ich eine Überraschungstüte habe, die muss unbedingt aufgemacht werden. Du bist sprachlos. Wer versteckt sich da? Ja, minus 3 Energie. Saira, nicht die frisch gegründete Stadt, können wir keine. Guck mal, wie viel Produktion hier ist. Plus 3. Plus 3 an Produktion. Wenn wir die Handelsroute hier einsetzen würden, hätten die dreimal so viel, dann hätten die 9 Produktionen. Dann könnten die ganz viele tolle Gebäude bauen. Dann könnten die ja beispielsweise hier das Labor bauen, plus 3 Wissenschaft oder mehr Kultur, damit wir schneller Werte bekommen können oder diesen Thoriumreaktor oder was auch immer. Aber du willst tatsächlich die Wundertüte haben? Ja, okay. Ich will die Wundertüte. Dann kriegst du deine Wundertüte. Aufschrei jetzt wahrscheinlich unter 87% der YouTube-Zuschauer. WB, wie kannst du Christian nur zustimmen? Aber was macht man nicht alles? Saira hat noch eine Karawane übrig. Wenn es die gebaut hat, dann darfst du die dafür einsetzen. Also hier in Fernbasis 1, Wundertüte. Fernbasis 1. Sind Sie sicher? Nein. Ich muss doch auf Nein klicken. Du klickst auf Ja, ich bitte dich. Guck mal, Questerfolg. Oh, jetzt bin ich sehr, 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 sehr gespannt. 20 Runden lang, 20% Ertrag vom Handel mit der Station Shackleton? Ah. Was für eine Wundertüte. Wollen wir uns mal anschauen, was wir von Shackleton bekommen. Schicken wir da überhaupt jemanden hin im Moment? Ja. Ach doch, tatsächlich, guck mal. Boah, das heißt, vorher haben wir wahrscheinlich 2,6
bekommen an Produktionen, an Wissenschaften. Jetzt sind es glatt 3,0. Juhu, lasst uns die Welle machen. Christian, wir danken dir. Das konnte ja kein Mensch ahnen. Das hat etwa denselben sittlichen oder finanziellen Nährwert wie ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Echt, unfassbar. Es ist doch diese Reflexe, die man hat. Man muss Quests erfüllen. Nur einer von uns beiden hat diesen Reflex. Aber ich glaube, im Sinne des, wir schreiben ja unsere eigene Geschichte, indem wir hier unsere Quest erfüllen, kann man nur sagen, es war ein Abenteuer. Man erlebt immer wieder kleinere Abenteuer mit dir hier. Danke dir. Was bauen wir jetzt hier, auch wenn es noch so lange dauert? Irgendwas, was die Produktion antreibt, natürlich. Ach komm. Ja, wir hätten die Möglichkeit gehabt, die Produktion hier zu bauen. Ein Recycler. Unfassbar. Einen Recycler, bitte. Der dauert 22 Runden, bis wir den fertig haben. Wir schicken gleich wieder eine Karawane hin. Oh, mir schlägt das Herz bis zum Hals. Keine Reliquie der alten Erde. Vielleicht können wir da uns irgendwie retten. Nee, einen Recycler, bitte. Ich gehe schon wieder auf deine Wünsche ein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Die müssen sich jetzt mit den eigenen weggeworfenen Joghurtbechern aus dem Sumpf ziehen. Ich fühle mich wie ein weggeworfener Joghurtbecher hier. Was bauen wir hier? Wir bauen auf diesem... Ah, das ist doch ein ganz spezielles Vorkommen hier. Ein Titanvorkommen. Ressourcen. Ich mache das mal alles an, genau. Ich finde dieses Symbol für Titan, das sieht leider immer aus wie dieses Bratfett. Wie so ein Palminwürfel. Vielleicht ist das Bratfett der Zukunft. Irgendeine tolle Erfindung aus der Weltraumforschung. Sowas wie die Asbestpfanne oder... Wie heißt nochmal dieser Pfannenbelag? Teflon. Teflonbelag. Der ist doch angeblich auch durch die Raumfahrt entstanden. Vielleicht ist das hier stattdessen eine andere Errungenschaft der Raumfahrt hier, Beyond Earth, nämlich ein Titanfettklumpen. Ein Titanfettklumpen, der ist supraleitend und komplett reibungsfrei, wenn man damit Fahrzeuge beschichtet. Ja, der ist nicht nur superleitend, der ist sogar supraleitend. Oh, das mag Dao Ming Sushua gar nicht. Sie möchte nicht, dass wir in der Nähe ihrer Stadt nach Sammelgut und Artefakten suchen oder nach Titanfettklumpen. Was sagen wir ihr? Wir sagen, wir heucheln natürlich ein bisschen, sagen, wir wollen sie nicht beleidigen und werden einfach in Ruhe weitergraben. Das hat aber Folgen. Wenn wir jetzt tatsächlich in ihrer Nähe weitersuchen, dann gelten wir bei ihr als moralisch fragwürdig. Dann bekommen wir einen ganz, ganz dicken Diplomatie-Malus nachträglich. Ja, aber die Dame weiß doch, mit wem sie es zu tun hat. Das heißt, wir haben sowieso schon einen Diplomatie-Malus. Also du möchtest sie tatsächlich so ein bisschen umschmeicheln. Genau. Wir wollten sie nicht beleidigen. Alles klar. Danke, dass sie unsere Bitte berücksichtigt haben. Wir graben natürlich trotzdem weiter. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal, sie hat auch Probleme mit Käfern. Hör mal, das ist ja praktisch. Das ist ein, wir haben ihr diese Probleme beschert. Das ist ein Außenposten von ihr und der wird jetzt massakriert von den Aliens. Die Außenposten können sich ja selbst noch nicht richtig zur Wehr setzen. Da haben kaum Stärkepunkte zu dem. Das ist echt günstig. Und, guck mal hier. Ja, genau. Der brasilianische Anführer, der freut sich, dass wir die Aliens wertschätzen. Ja, genau. Klasse. Nein. Oh, und er freut sich über die Karawane. Alle loben uns. Schnieker Anzug übrigens hier. Sehr schick. Habe ich dir erzählt, dass ich so einen mir habe auch schneidern lassen? Den benutze ich ja immer, wenn ich vor dem Laptop... Oh, guck mal hier. Guck mal da. Könnte gut noch gehen. Noch ein weiterer Wolfskäfer abgemurkst. Boah, das war ganz knapp. Mhm. Jetzt gucken wir erstmal hier oben uns die Lage nochmal an. Und stellen fest, hier gibt es zum einen viele Einheiten und nicht alle sind von uns. Nee. Das hier ist ein Marine-Trupp von der Dao Ming Sushua. Da ist noch einer. Noch einer von ihr, der sich aber dadurch von der ersten unterscheidet, dass er keine Standarte hat über dem Kopf. Die sieht man, glaube ich, gerade nur nicht, oder? Nee, komisch. Anzeigefehler. Kleinste Bug, wir haben einen entdeckt. Ich habe eine Idee, was wir machen. Ich hatte mich bislang immer darüber gefreut, wenn du das gesagt hast. Ich hatte eine Idee, aber nach dem, was wir da eben mit den Handelskonvois erlebt haben, erschrecke ich mich jetzt eher. Ja, vielleicht... Nee, es geht natürlich wieder um Gier und um Ausgrabungsstätten. Klingt gut. Mhm. Ja, schieß los. Ach so, ich würde gerne einen unserer Soldatentrupps dort nordwestlich in dieser verlassenen Siedlung heilen lassen und damit gleichzeitig verhindern, dass Dao Ming Sochua dort eine Ausgrabung stattfinden lässt. Nicht gut, gefällt mir. Indem wir das blocken. Dann ziehen wir mit dem aber dahin, denn der kann ja ohnehin nicht heilen in dem Miasma. Genau, sehr gute Idee. Der kann ja ohnehin erst in der nächsten Runde ausheilen. Und der Kollege fängt gleich mal an zu heilen.
Ja, machen wir gleich. Hier haben wir einen Erkunder, der aber keine Expeditionsmodule mehr hat. Das haben wir gerade verbraucht. Und den schicken wir jetzt hier hin. Achso, den können wir. Oh, da ist eine Spalte im Weg. Müssen wir den ganz weiten Weg außen rum fahren und wir können noch nicht mehr übers Meer setzen. Ja. Na gut, geht nicht anders. Geht nicht anders. Ist halt so. Ah, das bringt uns jetzt auch ordentlich Credits ein. Ist das eigentlich schon an? Wird das schon angezeigt? Ja, müsste eigentlich, oder? Stadtverbindung errichtet. Zwischen Zaira und ihrer Hauptstadt Mandira, genau. Und das bringt uns plus 4. 4. Eine Energie genauso, pro Bürger. Und das ist genauso viel, wie die Straße im Unterhalt kostet, momentan noch. Ja, stimmt. Das wird aber mehr. Ja, der Unterhalt der Straßen wird mehr. Nee, die Verbindungserträge genau. werden mehr. Ja, und die Straßenunterhalte werden potenziell weniger, falls wir irgendwo hier eine... Nee, das ist, bei den Affinitäten. Wenn man 3 Stück auf Überlegenheit gibt, dann kosten Straßen nichts mehr. Ah, da stimmt's da. Gut, aber das wollen wir ja nicht. Wir sind ja der Reinheit verpflichtet. Genau. Der Bautrop hier, der hat jetzt also diese Straßenverbindung fertiggestellt. So sieht sie aus der Nähe aus. Okay. Immerhin Mittelstreifen, sehr schön. Vielleicht hier hin und dann hier ein bisschen... Die Pilze, ja? Ja, ich möchte mal die Pilze anschließen. Wollen wir mal die Pilze in die Pfanne hauen. Und der Erkunder hier ist mittlerweile ausgeheilt. Dann kann er hier hinziehen auf die Miasma. Genau. Ach, das machen wir anders. Wir ziehen ihn erstmal nur hier hin. Dann zieht er nicht in die Miasma. Der kann sowieso hier noch nicht sofort los. Ah. Mhm. Clever, clever. Ja. Ich hoffe, auch die Zuschauer haben diesen angedeuteten Gedanken verstanden. Er hier, ja, kriegt noch eine Beförderung. Und ansonsten heilt er sich. Sollen wir den nicht ein bisschen von dem Wolfskäfer wegziehen, damit der nicht angegriffen wird? Kann er ja nicht. Wenn der Wolfskäfer jetzt eins nach links zieht, gerät er in die Kontrollzone des anderen Marines. Ah, da hast du recht, ja. Zaira hat jetzt 4 Bürger, haben wir schon gesehen. Wo hat das Programm sie platziert? Sind wir damit einverstanden? Ich nicht. Ich hätte ihn gerne hier zum Beispiel. Ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden, genau. Dann stell doch wieder, ja genau, stell es einfach so ein, wie es sinnvoll ist. Genau, so? Das ist toll. Ja, so klingt gut. Genau, da wo auch die Pilze dann... Ja, super. Wie sieht das hier aus in Mandira? Da hast du Felder geblockt, die maximalen Energieertrag bringen. Das ist auch gut. Genau. Finde ich eigentlich so jetzt okay, ne? Ja, kann man so lassen. Das eine Feld ist eine Mine, auch gut. Bringt leider nur 2, solange wir nicht irgendwas Besseres erforscht haben an Schräubchen. Was ist 3 Runden, bis der Thoriumreaktor fertig ist? Wenn ich das hier hinstelle, sind es immer noch 3. Aber der Bürger kommt früher. Ja, stell ich mal hier hin. Alles klar. Also? Warte. Dann nimm noch wenigstens eine bearbeitete Farm, die 2 und ein Schräubchen bringt. Oh, du hast absolut recht. Ja, alles prima so. Was bist du denn für ein Landwirt? Das habe ich übersehen. Ich bin gar kein Landwirt. Oh, das tut mir leid. In 5 Runden fällt dieser Satellit hier den Herren auf den Kopf, wie bei Asterix und Obelix. Dann fällt der Himmel denen auf den Kopf. Dann hat er aber bis dahin hoffentlich 1-2 Felder Miasma entfernt. Also ich sehe noch keinen Effekt, leider. Das ist dann schon der hier? Ist das tatsächlich schon in 5 Runden? Ja, die haben nur eine sehr kurze Lebensspanne, die Anti-Miasma-Satelliten. Und guck mal, der entfernt die Miasma. Ach, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, der würde dieses Miasma temporär entfernen, solange er drüber hängt. Aber der entfernt das tatsächlich auf Dauer, aber es dauert lange. Der entfernt das permanent. Dann hätten wir, verstehe. Ich glaube, da müssen wir aber über dieselbe Stelle nochmal einen drüber hängen später. Der hat es alleine nicht geschafft. Ich glaube, die schaffen den pro Lebensdauer nur so 1 oder 2 Felder. So, den wolltest du sitzen lassen? Genau. Oh, jetzt hast du Verschanzen gemacht, jetzt kommt der nächste Runde nicht dran. Na egal. Eine Runde war halt, ich habe nicht Verschanzen, ich habe nur auf das hier. Ich habe mit der Leertaste den Befehl gegeben. Eine Runde weiter. Mhm. Ja, das ist doch schön, dass die Panasiatische Konföderation sich hier mühsam uns mühsam vor den Käfern schützt. Schade, dass wir die Käfer nicht erschießen, da würden wir nämlich Forschung davon bekommen. Nein, Eindringling. Was? Was ist denn da los? Vielleicht ein feindlicher Let's Player?
Nee, es ist eine Wassereinheit und die ist auch schon wieder weg. Ein Meerdrache. Ach so. Den können wir allerdings ein bisschen beschießen. Den sollten wir auch ein bisschen beschießen. Das ist jetzt möglich, weil unsere dritte Stadt gerade ihren fertigen Status als vollwertiges Gemeinwesen erreicht hat. Schön, finde ich klasse. Blickchen rein. Was machen wir hier? Wir dürfen eine Produktion auswählen. Ja, auch die fangen natürlich, es ist ganz klar, die fangen mit einem Handelslager an. Dann haben wir nämlich 6 Karawanen zur Verfügung. Und das Handelslager selber bringt ja auch Produktion. Ja. Ist das absolut wichtigste Startgebäude, wie ich finde. Ich finde das auch sehr wichtig, obwohl ich auch ein großer Freund der Reliquien der alten Erde bin. Zum einen, weil ich ein gefühliger Mensch bin, Kultur hochschätze und auch dieses Gefühl von nostalgischer Erinnerung an den blauen Planeten. Aber auch deshalb halt +3, wenn wir das hier drauf hätten, dann würden wir in 33% schnellerem Tempo die nächsten Werte freischalten. Das wäre schon cool, ne? Ja, das kommt als nächstes, wenn Produktion da ist. Ja, das kommt nicht als nächstes. Dann kommt erstmal Handelslager, dann kommen die Handelskonvois, obwohl die können wir auch in den anderen Städten produzieren und dann darüber schicken. Genau, das geht ja schneller. Ja. Befehler braucht, hätte gerne dieser Bautrupp hier. Der soll hier eine Plantage errichten, 6 Runden, okay. Eine Pilzplantage, dankeschön. Der so. Erkunder hier, soll man den hier mal aushallen lassen? Der hat leider, ja, der muss nach Hause, der hat kein Expeditionsmodul mehr. Lass ihn nach Hause fahren. Ja, wären wir jetzt schon mit der Forschung so weit, dass wir Erkunder übers Gelände, übers Meer schicken könnten, dann wäre das toll. Können wir leider noch nicht. 10 Runden Expedition bauen, müssen wir mal dran denken, dass wir den zwischenzeitlich mal abziehen, weil das könnte sonst problematisch werden. Der verliert jede Runde 10 Lebenspunkte, hat nur 100. Da müssen wir gleich mal ein bisschen aufpassen. Ich versuche dran zu denken. Das ist lieb. Mach dir doch bitte einen Knoten ins Ohr. Was soll man? In welches? In welches? In das hintere. Ja, ganz genau. Sehr guter Hinweis von dir. Und hier wollte man den aushalten lassen. Okay. Bin so froh, dass wir bei den Marines die Spezialisierung schnelleres Heilen genommen haben. Das ist enorm wichtig, wenn die weit entfernt sind von freundlichen Landesgrenzen. Der heilt schon aus. Alles prächtig. Der heilt dann 5 Trefferpunkte schneller, weil er diese spezielle Spezialisierung hat. Die haben wir dem ja gegeben. Prima. Und nochmal eine Runde weiter. Da sieht man, dass der Außenposten von Daoming Sushua, der hat mittlerweile ein weiteres Feld dazu bekommen hier, wird allmählich zur Stadt. Finde ich aber nicht schlimm. Nö, das ist okay. Dann gibt es früher eine Stadt, die wir erobern können. Nein, was? Wollen wir natürlich gar nicht. Wollen wir natürlich gar nicht, haben wir gar nicht nötig. Wir sind so friedfertig. Es sei denn, der Polystralia im Süden. Ich glaube, den werden wir uns früher oder später unter den Nagel reißen. Ich glaube, das hatten wir schon mal angekündigt. Gegenüber den Zuschauern. Das wird aber hoffentlich der Polystralia nicht gehört und nicht mitbekommen haben. Wie gut, dass dieser Meerdrache uns nichts kann. Zum einen, weil wir hier auf Reinheit gehen und jetzt die Aliens entsprechend nicht angreifen können. Zum anderen, weil dieser Meerdrache nicht amphibisch ist. Der kann nicht auf Land klettern. Deshalb kann der Erkunder da ganz ruhig stehen inmitten dieser Chitinkäfer und muss nichts befürchten, außer vielleicht, dass er noch ein bisschen warten muss, bis er weiterziehen kann, weil jetzt erstmal ein Folgenwechsel kommt. Ein folgenreicher Wechsel der Folge. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.